Salle Fox, willkommen zurück zum Rennen in Road America. Und es ist trocken, also dieses Jahr kein Rennen. Die Sitzung sagt auch, dass es, ja, es bleibt trocken. Bei, boah, 34 Grad. Das ist ganz schön hot. Hier hat es zum Glück jetzt ein bisschen abgekühlt. Ich hoffe, bei euch ist es auch nicht mehr so heiß. Und deshalb würde ich mal sagen, wir gehen direkt rein ins Rennen. Ja, wir drücken Eingabe zum Fortfahren. Ich stelle mir den Wecker. Und, oh. Das war natürlich jetzt ein grober Fehlstart, für den ich eigentlich eine schwarze Flagge kassieren müsste. Aber ich glaube, solange du nicht wirklich zu früh, also losfährst und andere überholst, checkt der Computer das nicht. Zumal die Ampel ja noch gar nicht an war. Da habe ich nämlich verpennt, dass ich ja jetzt das Lenkrad anders eingestellt habe. Und da bin ich einfach mal schon auf der Kupplung im Leeren gestanden und wow, ho, 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 Kollege. Da gab es doch schon die erste Berührung. Jetzt müssen wir natürlich dranbleiben, weil wir den Qualifying nicht überzeugen konnten mit der Zeit. Der rechts macht schon mal einen Ausflug. Jetzt sind wir wieder dran. Aber ein bisschen rausgekommen ins Gras. Kommen wir hier schon direkt vorbei. Jawohl, der lässt die Tür offen. Hat er uns noch mal kurz einen mitgegeben. Oh, etwas spät auf der Bremse. Sorry, sorry. Haben wir den Lieben hier ein etwas weit geschickt. Erstmal davor setzen. Vorsätzlich davor gesetzt. Aber ich weiß nicht, ob wir bis jetzt viele Positionen gut gemacht haben. Ich glaube es nämlich fast nicht. Ah, der scheint aber noch höher in Topspeed zu haben als wir. Da kommt der innen wieder rein. Den musste ich vorbeilassen. Aber den hole ich mir jetzt wieder. Das hat nicht sogar der... Ne, der hat ja nicht die 11. Statt wäre hier unser Meisterschaftskollege da, der mit der Winkelhock, der... Ach, wer ist denn nochmal hier in der Meisterschaft hinter uns? Boah, die haben sich aber gerade berührt. Und mitten durch. Ach, und übrigens, nach dem letzten Rennen war das ja, glaube ich, wo ich mich so gewundert habe, warum ich nur so wenig Punkte bekommen habe. Position 12 momentan, also noch 4 Plätze bis zu den Punkten. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass ich 10 Punkte bekomme, weil ich gewonnen habe oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich da mega durch den Wind. Stimmt natürlich alles. Der Computer kann schon rechnen. Das gelbe Männchen da, kann man schön hinter uns. Genau, Position 11. Sehr schön, sehr schön. Da vorne ist direkt der nächste. Die nächsten zwei. Wir sind jetzt Position 11. Das heißt, vor uns ist 10 und 9. Das heißt, wir wären den Punkten schon recht nah. Oh, jetzt sogar direkt an 2 vorbei. Uhuhuhu. Position 9 müssten wir jetzt sein. Ah, komm, da vorne ist der letzte Punkteplatz. Der Gasjunge hier. Die Uhr sagt 4 Minuten rum. Bedeutet, dass wir noch in dieser Runde Rennhälfte erreichen werden.
Ey, das ist ja wieder der Orange hinter uns. Der ist aber auch verdammt schnell, oder? Ich meine, wir haben eben einen weißen und einen roten überholt. Und davor hatten wir den überholt. Und der ist jetzt auch an den vorbei und ist uns so dicht dran. Alter Vater. Der gibt ordentlich Gas. Jetzt kommt er aber nicht vorbei. Jetzt bleibe ich innen. Der war auch kurz in der... Im Kiesbett hat man hinten gesehen, im Rückspiegel, wie es gestaubt hat. Boah, hier nehme ich aber jetzt jeden Zentimeter mit. Und jetzt hier hoch, Fersengeld. Komm schon. Den Fuß lang und schmal machen, wie man ja so schön sagt. Und neue schnellste Runde. So muss das natürlich, so muss das. Aber ich will auf jeden Fall in die Punkte und da vorne fährt der letzte Punkt. Abstand war eben 1,7. Er dürfte jetzt schon bei einer Sekunde etwa sein. Vielleicht ein bisschen mehr als eine Sekunde. Ah, da auch super reingebremst. Boah, ich fahr gerade aber auch wie ein junger Gott hier. Mann, jetzt ist ja schon bei einer halben Sekunde der Abstand, schätze ich mal. Wenn die Reifen warm sind, geht die Kurve auch voll. Jetzt ist der Abstand bei 0 Sekunden und jetzt sind wir vorbei. Sind sogar zwar etwas unfair an dem vorbei, haben den ein bisschen rausgeschoben, aber oh Gott, der Orange ist ja auch vorbei. Haha. Der ist aber verdammt schnell. Oh, bist du weit gekommen. Jetzt sind wir hier schon am 7. Platz dran. Überleg mal, wir sind von 21 losgefahren. Jetzt hier rein, jawohl. Am besten auf Vorstadt-Ziel vorbeigehen. Und guck dir den Orangen an. Der geht auch vorbei. Alter, wer ist das? Ich muss gleich unbedingt wissen, wer das ist. Nochmal eine schnellste Runde. Alter. Es könnte sein... Naja, es sind wahrscheinlich noch zwei Runden zu fahren. Es sei denn natürlich, die halten jetzt da vorne ein bisschen die Luft an und fahren nicht ganz so schnell. Ah, fuck. Jetzt habe ich mich bei dem Orange ein bisschen freigeschwommen. Ja, gibt Lichthupe, ist mir gerade mal scheißegal. Links kannst du gerade vergessen. Rechts sowieso nicht. Oh! Scheiß, die Wand an. Da habe ich eine Sekunde nicht aufgepasst. Ich war von dem Gelben verwirrt, der da vorne auf einmal so geschlickert ist und dann... Tja.
Dann war da noch der Rote, in den ich dort rein wollte. Und dann habe ich natürlich jetzt paar Plätze verloren. Oh, und jetzt rutsche ich hier auch raus. Kacke, was ist jetzt los? Also mit dem jungen Gott könnt ihr mal wieder zurücknehmen. Richtig früh auf den Pinsel jetzt hier gegangen. Komm, da vorne, die kriege ich doch noch. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nee, die kriege ich wohl nicht mehr. Oh Mann, ist das ärgerlich, ey. Bin ich überhaupt noch auf dem Punkteplatz? Ich glaube, nee, ich glaube, ich bin 9. Ja, 9. Oh Mann! Kacke! Shit. Boah, wir haben auch richtig krass gerasselt, falls ihr das gehört habt. Also ich glaube, da war auch irgendwas kaputt. Na, egal. Ja, komm. Wer war denn das? War das der... Stimmt, der Nummer 11. Das sind ja nicht die Nummern angezeigt. Nee, warte mal. Punkte? Fahrer? Keine Ahnung. Oh Mann, wir sind nur noch auf dem 2. Platz. 31 und 32. Puh, das wird immer knapp. Das nächste Rennen ist in Valencia. Eine meiner Lieblingsstrecken. Von daher hoffe ich mal, dass es in Valencia besser läuft. Aber ich denke schon. Von daher, macht euch noch einen schönen Sonntagabend. Habt eine gute Woche. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder in Valencia. Bis dahin, halt die Wurst hoch. Ciao.